liebe jede Form von Abwechslung. Ich glaube, ich bin ein bisschen vergnügungssüchtig. Wenn man so vom Theater aufs Fernsehen guckt, denkt man immer, ja klar, möchte man da auch mal drin vorkommen, aber was soll man denn da spielen? Und dann fand ich so dieses, man nimmt das Genre, das alle gucken, aber man schraubt dran rum. Das hat mich total überzeugt. Und was denkst du? Dass die hier für Unruhe sorgen wird. Meine Eltern hatten so einen enthemmten Zugang zur Bildung. Die haben das einfach nicht als was betrachtet, was irgendwie entrückt ist, was man sich erarbeiten muss, sondern dass das irgendwas ist, was einen eh umgibt. Und mit dem beschäftigt man sich einfach und Ende der Durchsage. Und da muss man nichts für gelernt haben. Und dann haben sie mir, weiß ich noch, zu meinem 13. Geburtstag ein Theaterabonnement geschenkt. Und dann haben sie sich aber im selben Jahr auch scheiden lassen. Und dann ist eigentlich nie jemand mitgegangen. Und dann bin ich meistens da alleine hingegangen und fand das einfach großartig. Und richtig und passt und funktioniert und aus. Ich finde mal so albern, klingt immer, was singen die alle, die Schauspieler? Ist doch was anderes, sprechen und singen. Und dann ist es aber reine Schamhaftigkeit bei mir. Also ich habe da irgendwie, muss man das ja hier und da tatsächlich mal machen. Und dann mache ich es auch gerne. Aber am liebsten singe ich zu Hause unter der Dusche. Quand ça me meurt, alors oui, c'est pire que tout, car j'en veux. Oh, ich habe irgendwie Talent zum Glücklichsein. Mich machen echt viele Sachen glücklich. Mich macht auch vieles unglücklich, aber mich kann man auch schnell glücklich machen. Mayonnaise ist immer ein Bringer. Und gutes Gelingen, es kann auch mal was Tolles sein. Ich bin da sehr fangbar mit Genüssen aller Art. Caroline Peters ist da. Kannst du erkennen, ob dich jemand vom Theater kennt oder dich in die Fernsehschublade packt? Denn inzwischen schauen doch Leute auch noch mal hin, wenn sie dich irgendwie auf der Straße sehen, ne? Ja, in Köln auf jeden Fall. Und da geht es eindeutig ums Fernsehen. Und dann ist das in Wien was völlig anderes. Also da läuft die Serie jetzt auch seit Neuestem. Da habe ich jetzt auch schon mal jemand drauf angesprochen. Aber da sind es tatsächlich eher Theatergänger, die was sagen. Und ich hörte, dass es in Wien so angenehm ist, dass das viel selbstverständlicher ist, ins Theater zu gehen. Ja, die Leute gehen einfach ins Theater. Ich weiß nicht, da gibt es nicht so diese... Also hier, wenn ich in Deutschland spiele, kann ich schon mal ganz schwer meine Verwandten überhaupt einladen, reinzukommen. Außer vielleicht zu einer Premiere, weil sie mal sagen, ja, das ist kompliziert und dann muss man da hingehen, dann muss man sich was anziehen. Und dann verstehe ich vielleicht nicht die Absicht von dem Autor und der Künstler und so. Und in Wien sind die so... Nackt. Ja, die gehen einfach hin, die fragen sich das nicht so. Also da gibt es irgendwie nicht die Frage nach der Existenzberechtigung von Theater. Das ist irgendwie klar, dass das berechtigt ist. Und wie vielleicht die Pariser ins Kino rennen und... So gehen die halt hin. Und es ist auch nicht jetzt, dass die immer alles verstehen oder alles immer toll finden oder so. Die sind auch ganz oft, denkt man so, was haben wir da wieder für ein Publikum sitzen oder so. Aber sie finden das einfach normal, da hinzugehen. Und es ist kein großer, schrecklicher Angang, der sie mit Kultur bedroht, die ihnen irgendwie weit entfernt und distanziert vorkommt. Und das ist total angenehm. Wie machen die das denn? Ich weiß auch nicht. Das habe ich mich echt auch gefragt, weil ich war also die erste... Woche, die ich in Wien war, das ist jetzt 10 Jahre her, da bin ich dann so jeden Abend ins Burgtheater gegangen, um zu gucken, was da überhaupt alles ist. Und dann war so, der erste Abend war Christoph Schlingensief inszeniert Bambiland von Elfriede Jelinek und man sieht so kopulierende Pornopaare 12x18 Meter auf einer Riesenleinwand im Burgtheater. Okay, ja, und so, und dann passieren irgendwelche anderen verrückten Sachen und die Leute sitzen drin und gucken zu. Am nächsten Abend inszeniert Andrea Breth Don Carlos, Schiller, Schwere Kunst, dieselben Leute sitzen wieder drin und gucken zu. Also die machen, die nehmen das halt auf. Und den Künstler oder den Künstler oder den Künstler, das ist dabei relativ egal, weil sie sowieso finden, sie haben sich dafür zu interessieren. Oder nicht, sie haben, das ist auch schon falsch. Die sind, gucken sich das einfach an. Und das... Das empfinde ich hier oft als anders. Oft empfinde ich, dass das den Menschen in Deutschland eher so ein Angang ist und dass das so mit Schule verbunden wird. Und da muss man Reklamheft lesen oder dann immer dieses Klischee im Theater, die sind ja alle, die wollen sich immer nur nackt ausziehen und mit Farbe übergießen und ganz laut schreien und Scheiße brüllen. So, das ist lange nicht gesehen, so ein Stück. Irgendwie so ein du gehst aber nicht nur in Stücke von Kollegen und im eigenen Haus oder gehst du? Ja, hauptsächlich im Moment, aber man versucht natürlich auch rumzureisen und Sachen anzugucken. Also jetzt
Zuletzt war ich in Berlin und habe sehr schön gesehen von Herbert Fritsch, Murmel, Murmel. Mhm. Weil du vorhin gesagt hast, man soll ein Stück empfehlen. Das ja, bitte, kann ich bitte, bitte. Empfehlen. Kaufen Sie es jetzt. Ja, genau. Gehen Sie rein. Bist du jemals aus einem Stück früher gegangen? Ja, schon öfter, ehrlich gesagt. Und ich finde, es passiert auch das ganz Schreckliche, dass man reingeht, der Vorhang geht auf und man denkt nach 2 Sekunden umschalten. Das weiß ich jetzt schon, dass es mir nicht gefallen wird. Und dann ist es ganz doof, wenn man in der Mitte der Reihe sitzt und dann weiß man nicht, was man machen soll. Aber stell dir nur vor, du bist auf der Bühne und Menschen gehen. Das ist doch auch ätzend. Das finde ich total okay. Das ist nicht angenehm. Also kann nicht sagen, dass es mir gefällt. Natürlich nicht. Man möchte ja jedem gefallen. Aber man kann nicht dauernd Sachen machen, die jedem gefallen. Und dann denke ich mal, dann sollen die auch lieber gehen, als dass sie dann eine halbe Stunde... Dann fangen die an, ihr Programmheft zu lesen. Blätter, Blätter, Blätter. Sind sie davon gelangweilt? Und so. Und ich so, ja, dann langweilen sich auch die Leute, die drumherum sitzen. Und die hätten vielleicht sonst einen guten Abend gehabt. Und dann bin ich eigentlich eher froh, wenn die, die es echt nicht mögen, dass sie dann verschwinden. Das ist aber gut, dass du das sagst, weil ich immer denken würde, nee, ich gehe nicht. Die haben sich echt große Mühe gegeben, aus purem Respekt vor der Arbeit, ohne den Inhalt jetzt konkret zu bewerten, bleibe ich. Aber hey, wenn du das so machst, dann kann ich ja jetzt das immer sagen, die Caroline machen. Peters und ich, wir haben beschlossen, dass man aus Stücken rausgehen kann. Ja, ist aber okay, gut. Okay, aber wenn du sagst, das ist, du verstehst es und respektierst es, dann möchte ich das, dann nehme ich das jetzt erstmal so mit. Es gibt ja auch viele verschiedene Gründe, warum man irgendwas nicht mag. Und ich finde, wenn man so rausgeht, weil man es irgendwie ästhetisch falsch findet, da denke ich immer, na ja, also angucken kann man sich's. Aber es gibt ja auch Inhalte oder Geschichten, die einen so bedrängen oder bedrücken, dass man das wirklich nicht hören will oder das wirklich falsch findet, dass das öffentlich ausgesprochen wird. So. Oh, okay. Also. Oh, ich bin sehr gespannt, denn. Ja. Caroline, du bleibst ja und wir können nachher was gemeinsam lesen von einem Gast, auf den ich mich ebenfalls sehr freue, von Katja. Und dann freue ich mich, dass du hier bist, noch ein bisschen bleibst auf dem Sofa. Und ich möchte Ihnen jetzt auch was empfehlen. Also Murmel, Murmel haben wir von Fritsch. Und ich möchte Ihnen jetzt Musik empfehlen. Ich habe die Platte von Leanne Havas vor über einem Jahr gekauft und die ganz oft verschenkt. Ich habe die ganz oft ja, einfach Menschen in die Hand gedrückt und gesagt, hört das, das ist echt gute Musik. Deswegen freue ich mich wirklich, dass sie hier ist und hoffe, dass sie für einige von Ihnen eine Entdeckung ist. Bitte begrüßen Sie Leanne Havas und der erste Song, den sie heute spielt, heißt Age.